Hallo, willkommen im 1000-Wecker-Report, heute mit dem Thema Silber- und Junior-Gold-Aktien-Rallye voraus. Disclaimer. Es sieht aus, als wäre Silber endlich bereit, die Rallye zu starten. Das Mindestziel bis Jahresende ist 44 Dollar. Ein Ausbruch über 32 Dollar in den kommenden Tagen wäre ein sicheres Signal für eine 4-Monats-Rallye. Auch heute zeigen sich Silber um 30 Dollar und einige Junior-Minen freundlicher, obwohl es insgesamt vor einem Montag wieder so aussehen soll, als ob keine Jahresrallye in Sicht wäre. Davon sollte man sich keineswegs abschrecken lassen, denn wenn die Rallye startet und sehr schnell geht es rauf, wird es kaum noch einen idealen Zeitpunkt geben, einzusteigen. Halten Sie also Ihre Aktien fest, denn noch immer liegt die Rallye vor uns. Eine Korrektur ist sehr unwahrscheinlich von diesem Niedrigstniveau. Ja, es ist eben so, die Fallhöhe ist eben gering. Die Fallhöhe für Gold- und Silberaktien waren, hier sehen Sie das langfristige Silberscharf, sie waren eben ab 2011 enorm hoch. Und dann eben nochmal nach der Corona-Krise nach den Höhen und auch nach dem Zwischenhoch von 2016. Aber nie wieder so gigantisch hoch wie 2011. Ja, Sie sehen es, es gibt jetzt den stärksten Anstieg von Silber. Das heißt, es wird genügend Treibstoff bereitgestellt, dass die Penny-Gold-Aktien dann steigen können, die ja immer noch auf Alltime-Tief sind, die dann in den Dollarbereich oder mehr steigen können. Genauso wie es auch eben passiert ist zwischen 2009 und 2010 bzw. 2011. Also wie gesagt, kriegen wir den stärksten Anstieg und das führt dann auch zu einer super starken Gold- und Silberaktienrallye und nicht so mittleren Rallyes, wie wir sie 2016 und 2020, 2021 erlebt haben. Also das Beste steht vor uns und die Erfahrung zeigt eben, der Chart-Analyst deutet es auch an, wenn Silber jetzt hier Feuer fängt, geht es auch ultra schnell, es geht fast senkrecht nach oben. Trotzdem sind das eben ein, zwei, drei, 4 Monate, bevor vermutlich Silber 44 Dollar erreicht haben und das wäre natürlich die ideale Umgebung für Top-Penny-Gold- und Silberaktien. Ja, man kann das mit solchen Aktien spielen. Hier, wie zum Beispiel dieser angehende Kupfer-Gold-Produzent aus Rumänien, ist einer der unterbewertesten Kupfer-Gold-Aktien überhaupt. Aber doch sehr hohes Risiko, muss man vorsichtig genießen. Aber man kann auf alle Fälle mal drüber reden und sich das anschauen. Sie haben 7 Millionen Unzen Gold und 1,4 Milliarden Pfund Kupfer. Also es ist in erster Linie dezent auch ein Kupferproduzent und Gold ist im Prinzip das Nebenprodukt. Nichtsdestoweniger, es gibt Anzeichen, dass gerade die EU auch dieses Projekt haben will, weil natürlich die Rohstoffe dementsprechend knapper und teurer werden. Und wenn man das, sage ich mal, dementsprechend hier auch aus der EU holen kann, mag es hier positive Aufwärtsimpulse geben. Und möglicherweise früher oder später im Rahmen der Gold- und Silberaktienrallye mag diese Aktie auch dann Richtung 1 Dollar steigen. Also insgesamt würde ich sagen, könnte das ein 50-Bäcker sein, aber es ist natürlich dementsprechendes Risiko. Auf jeden Fall sollte man sich mal diese Aktie mal anschauen. Sag ich mal, wie gesagt, Risikoklasse sehr hoch. Ja, an der Stelle wie immer keine Kaufempfehlung. Ja, generell nochmal zu Goldaktien. Was sind die Vorteile von Goldaktien? Goldaktien haben eben in der Vergangenheit bewiesen, dass man in vergleichbaren Situationen um 10 bis 15 bis das Hundertfache mehr gestiegen ist als Gold, wenn es denn jetzt tatsächlich zu Goldrallye kommt. Sie können da ja von Goldaktien leben, ohne gehortetes Gold und Silber verkaufen müssen, könnte man als Vorteil darstellen. Goldaktien wurden noch nie verboten. Gold wurde zum Beispiel 1933 in den USA verboten. Hier sehen Sie auch das Verbots-Announcement hier vom Präsidenten. Ja, Gold steigen auch in Depressionen oder Goldaktien steigen auch in Depressionen, wie die Homestake Mine von 1929 bis 1935. Sie wissen, 1929 haben normale Aktien, also der Aktienindex ist, glaube ich, von 380 auf 40 Punkte gefallen, also völlige Dezimierung. Ich glaube, es ging um 90% rüber, während Goldaktien
nicht nur ganz anfänglich, ganz kurz mitgerissen worden sind und sich dann auf dem Aufwärtsweg gemacht haben und es ging dann über die Jahre steil hoch. Also es war das beste Investment, während die anderen Firmen quasi ausgebucht worden sind, pleite gegangen sind oder zu 90% gefallen sind. Ging es hier für Top-Gold-Produzenten wie zum Beispiel Homestake Mining damals hoch. Und eine ähnliche Situation kann sich ja oder dürfte sich jetzt auch aktuell entwickeln. Ja, wann bei Goldaktien aussteigen? Das Aussteigen ist das Schwierigste an diesem ganzen Thema. Wir gucken uns hier die beiden, auf den linken Chart, die beiden letzten Goldaktienbullenmärkte an. Das ist 2016, steiler Anstieg, halbes Jahr, 4 Jahre fallende Kurse, dann auch wieder 2020 dasselbe, halbes Jahr steigende Kurse, dann 4 Jahre fallende Kurse und jetzt sind wir mittendrin und wir haben ja gerade erwähnt, dass vermutlich in 4 Monaten das Ganze vorbei ist. Dieser Silber-Junior-Aktienindex war 2016, 2020 in der Spitze auf $20. Das sollte diesmal etwas überboten werden, 21, 22, wir werden es sehen. Und das ist dann gleich ein potenzielles Ausstiegssignal, weil das die Maximalpunkte der letzten beiden Goldaktienrallyes war. Heute ist es bei 12,43, korrigiert ein bisschen. GDXJ, der Goldaktien Junior Index, korrigiert auch und 47. Und da wird gesagt, dass 77 eine erste Indikation ist, Goldaktien teuer geworden sind. Unten die hohe Goldratio, also da wird der Goldaktienindex dividiert durch Gold. Wenn die Sache, wenn dieser Index niedrig ist, sind Goldaktien absolut unterbewertet. Also wir sind quasi am Boden, nicht viel höher als in der Corona-Krise, aber immer noch 50% unter der Finanzkrise, also extremst billig. Das ist Indikation dieser, die Inkarta, der jetzt 0,1245 ist, war zum Beispiel 2004 bei 63 und hier und 2020 hat er den noch nicht mal 0,2 erreicht. Das wäre sozusagen, wenn er dann bei Hund 0,2 ist, wäre das auch eine erste Indikation, dass wir bei Goldaktien teurer sind. Obwohl das Ganze kann noch viel, viel höher steigen, weil wir eben, wie am Ursprungscharts hier von dem Charttechniker aufgezeigt, weil wir eben möglicherweise auf einer der größten Ausbrüche hier bei Silber warten und das könnte diesen ganzen Sektor beleben. Ja. Aus Top-Penny-Gold-Aktien, Silberaktien, wenn ein Dollar-Aktien oder mehr. Man kann auch selbst einige Aktien als Indikator sozusagen nehmen und man kann sehen, wie haben sie sich in den letzten Goldaktien-Rallyes verhalten und man kann ableiten, wie sie es vielleicht in dieser Goldaktien-Rallye tun werden. Zum Beispiel auf der linken Seite haben wir einen angehenden Silberproduzent aus den USA. Und da sieht man, dass er zum Beispiel 2020 dann aus dem Stand in wenigen Monaten dann auf $1,20 gestiegen ist. Dann hat er jetzt über die letzten 4 Jahre die Gewinne abgegeben. Ist also sehr wahrscheinlich, weil er gerade den Anstieg auch beginnt. Sein absolutes Tief hat er im Oktober 23 gehabt, beziehungsweise Februar 24. Und er beginnt jetzt zu steigen. Und das kann ab irgendeinem Punkt rasend schnell auch senkrecht gehen. Und wenn dann diese Art Aktie dann in einem Dollarbereich ist, ist das auch eine Indikation, dass wir nicht mal ganz günstig sind bei Goldaktien, dass man vorsichtig sein sollte. Wir werden die Preise hier werden wir hier täglich ranbringen. Wie gesagt, wir hatten jetzt zwischenzeitlich eine Korrektur. Da war, glaube ich, auch schon mal auf 25 vor ein paar Tagen. Nichtsdestoweniger, jetzt sind wir 0,22. Und ich denke, der Aufstieg geht jetzt die nächsten Tage fort. Dasselbe, eine andere sehr interessante Indikatoraktie, die steigt immer alle 4 Jahre, 6 bis 7 Monate, also alle 4 Jahre Goldaktienrallye. Sie sehen, wie extrem das ist und dann lange lethargische vierjährige Zeiten. Das ist das, was wir beobachten. Und das könnte in irgendeiner Art und Weise auch diesmal passieren. Und wir vermuten eben, dass diese Aktie dann auch relativ schnell in wenigen Monaten auf 0,5 ausbricht, was eine ziemliche Performance ist von aktuell jetzt hier 0,06. Und dann ab irgendeinem Punkt auch wieder seitwärts dann geht.
Trotzdem ist natürlich bei diesen Gold- und Silberaktien natürlich auch das Potenzial da, dass sie noch viel, viel stärker steigen, dass jetzt, sag ich mal, neue Ressourcen identifiziert werden, die Euphorie um sich greift. Das kann auch sein, dass wir hier wirklich in den Mehrdollarbereich und sonst was steigen. Aber es geht ja hier, eine Indikation zu haben, wann wir teuer sind. Damit haben wir nämlich ein Instrument. Und wir werden es täglich beobachten, Ihnen die Werte hierauf zeigen und dann wissen Sie ganz genau, wir werden es Ihnen auch mitteilen, wann die Goldaktien diese Werte erreicht haben. Ja, 1000-Becker-Report, wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen zu ordnen, Potenzialfaktor zu errechnen, Grad des Goldes, Länderrisiko etc. Bei Interesse erstellen wir auch einen Portfoliovorschlag. Mit welchem Broker können Sie arbeiten? Swissquote in der Schweiz. Dort können auch Sie mit Nicht-Schweizer Wohnsitz ein Depot eröffnen. flatex DEGIRO, ansonsten Deutschland und Österreich kann man zumindest sehr günstig am Toronto Stock Exchange, die Heimatbörse, günstig kaufen. Sondern und dann noch Goldeinlagerung in der Schweiz, kann man sich mal vielleicht die Firmen Gold Avenue, Sachwerte-Einkaufsgemeinschaft anschauen. Ich habe das alles im Anhang da unten im Video verlinkt. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Thema soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben. Das würde insgesamt den ganzen Algorithmus, also meinen Kanal hier etwas stärker berücksichtigen bei YouTube. Nur vielen Dank und bis zum nächsten Mal.